Dann kommt jetzt die Magierin. Das war... Moment mal. Wir haben nur 4 Rassen und dementsprechend auch nur 4 Klassen. Was bist du, Ork? Baba. Können wir dich rückgängig machen? Ja. Sie muss... Warte, du bist jetzt nochmal am Rücken. Das ist alles ein wenig verwirrend. Du... Also ja, wir müssen quasi die eine Gruppe spielen. Bestehend aus einem Schildzwerg, einem Orkbarbar, einem Elfen, Waldläufer und einem Menschen Freimagier. Haben da gerade nicht so eine Auswahl. Ja, ich nehme das nochmal und das nochmal. Weiter. 1, 2, 3. 1, 1. So, und du bist ein Ork. Weiter. Baba. Mhm. Der sieht cool aus. Gucken, die sich anhören. Hunter would put trap here. Be careful. Klingt jetzt sehr zynisch. Trap here. Warn you first. See? Orks nice. Ja, Orks ganz nice. Du heißt nicht Mürrim. Du heißt Ogrum. So, weiter. So, Barbaren benutzen Streitkolben. Also alle Äxte gehen an ihn, Streitkolben gehen an ihn. Das ist okay. Er könnte noch Speere nehmen und Bogen. Oh, nimmst mal Bogen. Damit er auch im Fernkampf schießen kann. Beidhändig kann er. Er kann keine schweren Rüstung, kein Schild nehmen. Ja, macht Sinn. Ich nehme mit ihm auch ausweichen. Magie kann er gar nicht. Das ist vollkommen okay. Weiter. Du brauchst 2 Vitalität, 2 Macht und auch einmal Wahrnehmung zum besseren Treffen. Bleibt jetzt noch die Menschenmagierin, Freimagier. Ziehen auf der Suche nach verlorenem Wissen durch die Welt. Da, Lana. Wait, something's not quite right. Nee, Talana muss zynisch sein. I'm voting to make camp. Who's with me? Ein bisschen zu lebendig für meinen Geschmack, aber na gut. Weiter. So, fast keine Waffenfertigkeiten. Sie kann eine Armbrust nehmen. Das nehme ich auch gleich mal, falls die Magie alle ist. Und sie hat 8 Anfangsfertigkeitspunkten. Also Mensch ist wirklich praktisch für den Anfang. Wenn wir nur ein paar mehr Klassen hätten, ne? Aber das kommt ja später. Sie hat Primärmagie und sonst keine Magie ausgewählt. Da sie ja schon Luft nimmt, nehme ich mit ihr mal Feuer. Magischen Foki, also mehr Crit hat sie schon mal. Und Mystik nehme ich dazu, damit sie mehr Mana hat. Lichtmagie? Heilt Wunden. Ja, mir fällt gerade auf, wir haben gar keinen Priester. Das muss sie dann wohl auch übernehmen. Dunkelmagie. Passt auf jeden Fall zu Talana. Erdmagie. Nö, das kann sie noch lernen. Und Wasser für Town Portal später. Das war in jedem bei dem Magic Tile irre praktisch. So, haben wir noch 2 Punkte über. Dolch, nö. Dann kriegt sie halt nochmal Ausweichen und Ackerdisziplin. So. Ja, mehr Magie oder mehr Geist? Ich gehe mal 4 auf Magie und 1 auf Geist. Ich will eher mehr Schaden machen, als öfters zaubern können. Fertig. Damit wäre unsere Truppe fertig. Also ja, die Auswahlmöglichkeiten am Anfang halt sehr begrenzt, aber das ist nur durch die Early Access Version. Später mit den 3 Klassen stelle ich mir schon ganz anders vor. Hätte ich wahrscheinlich eine Gruppe machen können aus Tirik vorne, dann hier irgendwie einen Zwergen-Dieb, hier eine menschliche Magierin und hier einen menschlichen Kleriker. Zum Beispiel. Aber ja, da bin ich schon mal gespannt, was noch so an Klassen dazu kommt. Aber jetzt auf in den Kampf. What is the meaning of a dream? Only Asher knows.
Are they omens warning us of future tragedies? Distant memories dying in the deafening silence of the void? Or are they sometimes both? The death wish of some ancestor bargaining with the dragons that his legacy be carried on. Last night I dreamed such a clear vision of past events. Terrible things I had wanted to forget. They refused to fade away, demanding, pleading to be told one last time. This story begins with what we now call Uriel's deception. During the fabled Elder Wars, wars that once pitched the Children of the Light against the Children of Darkness. Uriel, the great archangel, had vowed to avenge his family, slaughtered by the greatest warrior and tactician of the Faceless, Erebos, the Master of Assassins. For centuries, Uriel, consumed by hatred, planned his revenge. Shortly before the second eclipse, Uriel and his inquisitors provided proof that the Faceless were plotting to rekindle the fires of the ancient wars. Emperor Liam Falcon, an ambitious man, easily enthralled by the Archangel's righteous determination, declared a holy war against the Children of Darkness. And Uriel's own brother, the Archangel Michael, esteemed and feared general of the ancient angel host, was brought back from the dead to lead the onslaught. But Uriel's plan had one fatal flaw. He underestimated the courage and resourcefulness of the humans he had set out to use in his machinations. There were some who saw through his lies, seeing Uriel's proof as clever fabrications. The murders and sabotages of which the Faceless had been accused were his own doing. Angels cannot lie, or so the saying goes. But there's nothing written saying that they have to tell the truth. Uriel escaped the justice of the courts, but not the judgment of the dragons. Uriel, Michael, and the Emperor Liam perished in the bloody fires of the second eclipse. But a legacy remained, continuing to poison the Empire. When the true extent of Uriel's deception was revealed, the scandal nearly ripped the once great and holy nation apart. Distrust grew between the Empire and its allies. Dissentful whispers could be heard throughout the hallways of the Imperial Court. And outside of the Empire's borders, the colonies and protectorates were clamoring for independence. In an effort to calm the troubled waters, Liam's heiress, the young Empress Gwendolyn Falcon, proclaimed a series of reforms that were immediately unpopular with the more conservative nobles. These tensions came to a head in the Agin Peninsula. Once a jewel of the Falcon Crown, the great port of Carthal on the Savage Sea was threatening to secede and join the loose coalition of the Free Cities. Skirmishes were multiplying between the rebels and imperial garrisons, brigands were stalking the trade routes, and pirates were raiding the coasts. This is a story of a particular group of adventurers who had just set foot on the peninsula for the first time, on a quest to fulfill the dying wish of their mentor. They were called raiders, but would soon be known as legends. Plünderer, hm? Hihi. Ja, doch. Also das Intro fand ich schon mal sehr gelungen. Baut Stimmung auf und ist eine nette Einführung. Jetzt gucken wir, wie das Spiel selber wird. Ich höre schon was. Der Ladebildschirm ist aber irgendwie ein wenig ruckelig. Und das liegt nicht an meinem Rechner. Das könnt ihr genicken. Sorpigaler Meer. Oh, sehr schön. Sorpigal ist allgemein bisher immer der Anfangsort gewesen in der Might & Magic-Reihe. Das haben sie auch übernommen. Das ist schon mal sehr positiv angemerkt. Und jetzt haben wir hier den Erzähler oder die Erzählerin. Lasst euch nicht von der Bezeichnung Schatzjäger täuschen. Sie waren keine Banditen oder nur an Geld und Ruhm interessierte Abenteurer. Ein, zwei von uns vielleicht doch. Sie glaubten an eine höhere Berufung, an ein Ideal der Ehre und Courage. Diese Werte waren das Vermächtnis ihres Mentors, ebenfalls ein Schatzjäger und ein Veteran der Schlacht von Hammerfall. Fortsetzen. In gewisser Weise war es auch ihr Mentor, der sie zu den Argyn-Halbinseln geführt hatte.
Er war ein Sohn Kartals gewesen, also die Stadt, die sich eventuell abspalten wollte oder abspalten will. Und vor seinem tragischen Tod hat er seine Schüler gebeten, seine Asche in seine Geburtsstadt zu bringen, um sie neben seinen Vorfahren zu begraben. Um den Wunsch ihres Meisters zu erfüllen, bestiegen sie das erste Schiff, das bereit war, sie nach Westen zu bringen. Als sie dem kleinen friedlichen Hafen von Sorpigala Meer von Bord gingen, konnten sie nicht ahnen, wie weit diese Reise sie noch führen würde. Und wir haben das erste Mal Kontrolle über unsere Heldengruppe. Und wir können uns umgucken. Ja, doch. Was haben wir denn alles hier? Wir haben zwei Ereignisfenster wahrscheinlich für Angriffe oder allgemeine Lognotizen. Wir haben unsere vier Helden. Quickbar. Zwei Plätze für wahrscheinlich NPCs. Die Minimap, wo noch nicht viel drauf ist. Tagebuch, Zauberbuch, Inventar. Oh, du hast zwei Armbrüste dabei? Oder teilen wir uns das Inventar mit den anderen? Ja, wir teilen uns das Inventar mit den anderen. Ah, okay, das erklärt das Ganze natürlich. Also du nimm mal eine Armbrust. Du darfst keine Armbrust. Du hast einen Bogen? Ach, du darfst die Armbrust nehmen. Okay. Und bei ihr sind schon ganz viele Zauber in der Quickleiste. Was haben wir da? Feuerstrahl, Eisblitz, himmlische Rüstung und Schattenumhang. Ihr verbirgt die Gruppe im Schatten, wodurch euch der nächste Angriff eines Feindes in dieser Runde verfehlt. Das klingt sehr praktisch. Oh, was ist das? Entzweien. Die Rüstung aller Feinde im Umkreis von 3 Meter wird beschädigt. Du machst einfach nur Schaden. Auf einem Ziel oder auf alle? Auf einen anvisierten Feind in einem Umkreis von 4 Meter. Du einen Umkreis von 4, 21 Feuerschaden. Warum sollte ich dann den hier machen? Wenn der nur 7 macht und der macht 21, also 3-mal so viel, für 5 Mana mehr. Ah, okay. Was mit euch beiden? Ihr könnt einfach nur verteidigen, Fernkampf, Nahkampf. Hier haben wir alle unsere Fähigkeiten. Was ist das hier? Könnten Zustandsmeldungen sein. Also das sieht die Gift zum Beispiel aus. Und das da verflucht. Ja. Yallas Segen, Elras Segen. Ach, das sind die Drachen, die auch schon im Intro erwähnt wurden. Von denen kann man sich wohl auch eine Art Segen abholen. Morgans Hunde, Spione, Infiltratoren. Ah, das könnten die Erweiterungsklassen sein. Also ab Teil 7? Ne, es gab es auch schon 6. Konnte man in Klassen aufsteigen. Also vom Krieger zum Ritter und so weiter. Das ist gut hier auch noch und es wird dann hier oben angezeigt. Schildwache. Momentan ist er nur Verteidiger. Das wird wohl sein Upgrade sein. Was haben wir noch? Ration. Ja, die bräuchten wir wahrscheinlich zum Schlafen, um unsere Lebenspunkte zu regenerieren. Ja, soweit sehr schick. Die Anzahl der Slots allerdings finde ich ein wenig bedenklich. Es könnten ruhig ein paar mehr sein. Oh ja, okay. Was haben wir hier noch? Oh, sehr schön. Also genauere Details. Das fehlt ja so ein bisschen bei den früheren Teilen. Da musste man sich immer so halbwegs zusammenreimen. Das ist schon mal sehr gut. Und das war's auch mit dem Menü. Zauberbuch. Gucken wir mal in ihr Zauberbuch rein. Aha, das Zauberbuch enthält alle Fähigkeiten und Aktionen des aktuell gewählten Gruppenmitglieds. Achso, das sind jetzt nicht nur Zauber. Das sind auch die Standardsachen. Okay. Ihr könnt auf ein Porträt klicken, um das Zauberbuch eines anderen Charakters zu wählen. Ja, okay. Sie hat jetzt allerdings kein Heilzauber bekommen. Das ist ein wenig schade. Also wenn wir irgendwo Zauber kaufen können, sollten wir zuallererst danach gucken. Ungelernte Zauber ausblenden. Ah, hier können wir alle Zauber uns anschauen. Das sind doch schon mal eine ganze Menge. Dafür, dass es Early Access ist. Magie aufheben? Nein, ich. Ich suche Heilung. Regeneration klingt schon mal gut.
Ist aber Erdmagie. Umschlingen. Windstoß, Wirbelsturm, Adlerauge. Plus 7 Wahrnehmung. Ach schade, ja, das wäre das alte Auge gewesen. Es gab so mal einen Zauberspruch, der auf der Minimap den Gegner anzeigt und die Gegenstände auf dem Boden und so weiter. Das wäre noch ganz schick gewesen.